Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Bildschirmkontrolle. Und es war wieder einiges los diese Woche, denn ihr wisst es, das Bohlenbeben. Auf was kann man sich eigentlich 2021 noch verlassen? Erst Bohlen hört bei DSDS auf, dann Merkel hört als Kanzlerin auf und Jogi Löw hört als Bundestrainer auf. Das einzige Apache bleibt gleich. Ja, und hier sind übrigens aktuelle Bilder vom Gemüts- und Gefühlszustand von Dieter Bohlen. Ja, es geht ihm weiterhin gut. Und wir freuen uns ja immer eigentlich, wenn er den ein oder anderen Kandidaten, der nicht singt, so richtig schön auseinandernimmt. Wie zum Beispiel diese beiden Vollbratpfannen aus dem Influencer-Dasein. Wunderbar. Aber dieser Song ist ja ein Duett, deswegen wäre es ganz gut, wenn die tätowierte Restbratpfanne auf dem Sofa auch nochmal mitsingen könnte. Achtung, jetzt kommt's. Und jetzt. Stark. Und dafür hätte Dieter Bohlen viele knallige Sprüche parat gehabt, wie zum Beispiel: Bei mir kommen solche Geräusche aus anderen Öffnungen. Du kneifst die Augen zusammen wie beim Kacken. Das ist fast aktive Sterbehilfe, wie du singst. Du pinkelst, wie wenn ein Schaf an den Elektrozaun pinkelt. Das sind die besten Bohlensprüche, hat Dieter Bohlen selber nochmal gepostet. Das war seine einzige Reaktion bisher auf das Beben und das Aus in den Jurys bei RTL. Und wer ist jetzt noch da, um den Sängerinnen mal das zu sagen, was man wirklich sagen müsste? Wie zum Beispiel Diana Herold, kennen wir aus dem Sommerhaus der Stars. Die hat zum Beispiel eine super Hitsingle rausgebracht, die heißt Deins, Meins, Eins. Und sie hat sich bei ihren Followern bedankt, indem sie gesagt, ihr lieben Herzen, ich bin immer noch überwältigt von dem wahnsinnigen Feedback, das ich von euch für Deins, Meins, Eins bekommen habe. Darum bin ich überzeugt, dass wir euch dass wir auch gemeinsam alles schaffen können. Es ist unsere Welt und nur wir selbst können sie besser machen. Wir können alle etwas dafür tun, jeder einzelne von uns. Ja, und dieses überwältigende Feedback ist zu Recht da, denn ihr Video haben schon 2963 Leute gesehen und es gab 97 Likes und nur 17 Dislikes. Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie geil ist dieser neue Song von Diana, Ich tanze um den Baum, Herold vom Sommerhaus der Stars. Achtung! Wenn wir diesen Song jetzt eine Minute überleben, können wir alles schaffen. Denkt daran, nur noch 50 Sekunden. Ja, auch in diesem Musikvideo wurden keine Kosten und Mühen gescheut. Und jetzt geht's los. Wahrheit liegt in uns. Einigkeit, das ist Kunst. Und Kunst. Einsein, das ist die Macht. Haltet euch fest. Deins, meins, eins, sonst gehen wir alle drauf. Ja, ein Riesenhit zu Recht, ein Riesenfeedback von euch, weil der Song wirklich gut ist. Achtung, wolltet ihr übrigens jetzt noch als Spoiler wissen, wer DSDS dieses Jahr gewinnt? Hier ist der Kandidat, der dieses Jahr gewinnen wird. Hitsingle demnächst natürlich käuflich zu erwerben. Jetzt fragen sich natürlich viele. Dankeschön. Was sagen denn so die anderen ehemaligen DSDS-Juroren? Wie zum Beispiel Pietro, mein Freund. Und da merke ich... Ich hatte vor kurzem zu Hause einen Wasserschaden. Und im ersten Moment habe ich mir gedacht, was für eine Sauerei. Und im zweiten Moment habe ich gedacht, wer bezahlt mir den Schaden? Bin ich dagegen versichert? Was für eine Versicherung habe ich? Und erstmal war ein kleines Chaos. Habe ich durch. Ja, vor allem das Dritte ist, du musst doch mir als Vermieter Bescheid sagen. Aber ist okay. Schaden ist natürlich behoben. Und was macht denn unser durchgeknallter Verschwörungstheoretiker in Cape Coral? Hat er auch eine Meinung? Ganz liebe Grüße aus den USA.
genau gesagt, aus Florida, Fort Myers. Hier ist großer Rummel, Kirmes sozusagen. Warum? Uns. Deswegen. Corona ist offiziell, glaube ich, vorbei, denn die Leute haben keine Angst mehr. Es ist allerhand los und hier geht es richtig zur Sache. Also ich freue mich, dass endlich wieder Normalität eingekehrt ist. In 16 weiteren Bundesstaaten hat man die Pandemie-Maßnahmen für beendet erklärt. Und das ist ein sehr gutes Zeichen. Daran sollte sich Deutschland ein Vorbild nehmen, denn diese Fake-Pandemie muss umgehend beendet werden. Absolut, meine Damen und Herren. Damit, wenn Michael Wendler offiziell Corona beendet, dann sollte es beendet sein. Und damit passt er auch auf jeden Fall zu diesen Spinnern von Management. Carsten, Sabrina, ihr wisst, die Volltrottel mit diesen Cappies, die zum Beispiel auch ganz sympathisch auf Menschen, die es nicht so gut mit denen meinen, antworten, wie zum Beispiel, ach Heiko, du siehst so komisch aus. Hast du Down-Syndrom? Sympathische Antwort, oder? Kann man doch einfach mal machen hier von Gas und Sabrina im Januar. Oder hier zum Beispiel, wenn du etwas dicker bist oder so. Was hat eine übergewichtige Hartz-IV-Empfängerin zu sagen? Nichts. Das Karma hat dich schon erwischt. Schau in den Spiegel. Ja, das sind einfach sympathische Kommentare von den beiden. Super, da haben sie einfach die richtigen Menschen gefunden. Für uns andere heißt es immer noch teilweise Stay Home, wie zum Beispiel Kader Loth das hier sagt. Das sieht natürlich besonders gut aus, wenn es aussieht, als wenn man mitten irgendwo im Urwald im Urlaub wäre. Aber das ist höchstwahrscheinlich nicht der Fall. Und wenn die Corona-Leugner schon mal protestieren, Augen auf, denn das war eines der Videos der Woche, wenn die Freunde vom Deutschen Roten Kreuz vorbeifahren und eine kleine Ansage machen, indem sie sie einfach kurz beschimpfen. Ihr seid doch Spinner. Das war ein Krankenwagen, der hat durchs Mikrofon gesagt, ihr seid doch Spinner. Und da hat er komplett recht, weil ihr seid nämlich komplette Vollspinner. Ja, und anstatt, dass man diesem Mann dafür jetzt applaudiert, gab es Ärger. Ich habe es im Express gelesen, das Deutsche Rote Kreuz im Rettungswagen hat sich von distanziert. Wir haben ihm zudem deutlich gemacht, dass es nicht mit unseren professionellen Ansprüchen vereinbar ist, wenn über die Sprechanlage eines Einsatzfahrzeuges nicht einsatznotwendige Kommentare oder Aussagen, welchen Inhalts auch immer, abgegeben werden. Ich muss sagen, er hat aber genau das Richtige gesagt, deswegen, oder ist das jetzt schon Mobbing? Da müssen wir alle aufpassen. Ich finde es genau richtig. Total super reagiert. Und wenn schon mal jemand einer polizeimäßig in Gewahrsam genommen werden sollte, dann sollte es zum Beispiel diese junge Dame sein, die für ein TikTok-Video einfach mal ein bisschen bei der Polizei provoziert. Ach ja, so eine Nummer in Weißrussland oder in der Türkei, da wäre das TikTok-Video schnell beendet. Oder, was ist denn mit dem Typen? Wie können wir denn dem Spinner, der hier noch ein lustiges TikTok-Video dreht, helfen? Ihm hier. Was macht ihr denn hier? Wisst ihr mich erreichen, immer mehr Fragen, ob ich denn, ob ich einfach mal meine Maske aufsetzen kann. Ich weiß noch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Aber um es einfach mal kurz auf den Punkt zu bringen. Nein, kann ich nicht. Wie sympathisch. Einfach schön, wenn einer im Kühlschrank die Tür mal so richtig von der anderen Seite ordentlich zumachen könnte. Außerdem, die Bild-Zeitung hat ganz tolle, super Recherche betrieben. Nicht nur, dass ihr Chef Julian Reichelt ein bisschen schon mal hier und da die Mitarbeiterin ein bisschen komisch anpackt und deswegen höchstwahrscheinlich demnächst seinen Job verlieren wird. Nein, sie haben auch noch rausgefunden, wie Bachelorette Gerda Lewis wirklich heißt. Das wisst ihr doch hier schon seit Wochen, ihr weißt, wisst doch, Gerda Satschewitsche Cute. Gerda Satschewitsche Cute, das ist sie, die gute Gerda. Und Gerda hat auch jetzt, nachdem ich das in meinem letzten Video schon hatte, auch wieder so ein geiles Fragenvideo gedreht mit Arsena, ihrem Schoßhündchen. Und dabei haben sie zum Beispiel so eine tolle Frage beantwortet, wer zum Beispiel im Wild pinkeln würde. Okay, wer würde eher in die Wildnis Pipi machen? 1, 2, 3. Arsena würde jederzeit irgendwo hinpinkeln. Hier gibt es übrigens noch ein ganz tolles Porträt von Arsena und Gerda. Jetzt ist sie auf dem Arm. Ganz schön geworden. Aber Gerda, muss man sagen, hat den Humor für sich entdeckt. Hier zum Beispiel, wenn Influencer sagen, viele haben mich gefragt. Das ist zum Beispiel durchaus lustig, muss man ganz ehrlich sagen. Aber auch zu Recht, denn viele Influencer haben zum Beispiel gefragt, was denn Arsena für ein geiles Produkt bewirbt, was ich so noch nicht kannte. Und zwar, ich kannte ja schon einiges von Glow Below. Ja? Wir kennen den Waschlappen für unten rum, wir kennen Booby Lover, damit man sich auch bei der Krebsvorsorge richtig abtasten kann. Aber jetzt gibt es ein neues Knalle-Produkt, was Arsena beworben hat. Achtung! Die Produkte sind auf jeden Fall alle dermatologisch getestet.
Und angefangen vom Roll-on-Deo, Booby-Call ist für Underboob-Schweiß, Footjob gegen... Underboob-Schweiß? Moment, ich muss es nochmal mir von vorne anhören. Ich hab's nicht gehört. Die Produkte sind auf jeden Fall alle dermatologisch getestet. Und angefangen vom Roll-on-Deo, Booby-Call ist für Underboob-Schweiß, Footjob. Underboob-Schweiß, wer kennt es nicht? Oft, du hebst die Titte hoch, denkst, was müffelt denn hier so? Ja, da hat man wieder Schweiß unter den Brüsten. Ich kenne das, das ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Aber sie hat noch den Footjob-Lover, das gibt's auch noch ganz geil. Das müsst ihr euch angucken. Also nicht nur der unter den... Die Produkte sind auf jeden Fall alle dermatologisch supergeil getestet. Achtung. Und angefangen vom Roll-on-Deo, ja. Booby-Call ist für Underboob-Schweiß, Footjob gegen stinkende Füße. Und da hat mir ein Freund schon gesagt, das ist richtig gut. Handjob, jeder kennt das, schwitzige Hände, wenn man nervös ist. Ja, jeder kennt den Handjob, ein guter Handjob sollte immer sein. Aber wenn der Footjob natürlich mit den stinkenden Füßen ist und unter den Titten schwitzt, dann ist es nicht perfekt. Deswegen holt euch bitte dieses Foot-Dings, Foot unten drum, Stinke-Schweiß, Superset von Arsena. Und wir wissen, Gerda Lewis ist die einzigartige, die dafür bekannt ist, Vorher-Nachher-Fotos zu posten wie keine andere. Hier zum Beispiel Vorher, Nachher, Nachher. Sie baut um wie keine andere. Vorher, Nachher. Ja, die Innenausstatterin in ihr sagt immer Vorher, Nachher. Man kann es kaum voneinander unterscheiden, weil es so verändert ist. Und wer hat jetzt das Ganze nachgemacht? Sarah Harrison. Vorher, Achtung, ich zeige es euch, vorher Toilette, nachher, ja, vorher, nachher. Kompletter Unterschied. Und Sarah Harrison in Dubai hat jetzt neulich mal wieder eine Fragerunde gemacht und nachdem sie ja ihre Kinder auf unangenehmste Art und Weise vermarkten, schon die ganze Zeit mit dem Fake-Rolex-tragenden Dominik und natürlich auch ihren Kindern, die sie überall vor die Kamera halten, in allen möglichen Positionen, habe ich mich eigentlich auch mal gefragt, was sind das eigentlich für Werte, die ihr euren Kindern mit auf den Weg geben wollt? Ja, ich möchte zwei ganz glückliche Kinder haben, die positiv, mit einer positiven Einstellung durchs Leben gehen werden, ne? Die Respekt haben, Anstand haben, liebevoll sind zu ihren Mitmenschen, ja. Ja, und deswegen filmst du sie auch die ganze Zeit und haben sie andauernd eine Kamera in der Fresse, damit man so viel wie möglich von diesen Kindern mitbekommt, weil die können nur richtig gut aufwachsen, wenn man immer tolle YouTube-Videos dafür dreht. Und das Schlimme ist ja, mittlerweile ist die Spielzeugindustrie auch auf den Trend aufgesprungen, denn das wirklich war bei Playmobil Geschenkset Social Media Star. Gibt's jetzt! Wir haben früher noch den Playmo Bauernhof und Playmo Polizeistation gehabt, jetzt gibt's Playmo Social Media Star mit allem, was dazugehört. Mit Kamera, Scheinwerfer und viel Zubehör für einen gelungenen Auftritt. Die Influencerin ist zwar noch jung, aber schon ein richtiger Social-Media-Star. Täglich produziert sie in ihrem Zimmer neue Videos, gibt Schminktipps und erzählt uns aus ihrem Leben. Die Zahl ihrer Fans steigt stetig. Das wird das nächste Video zum Hit. Die praktischen Playmobil-Geschenksets in dekorativer Schachtel. Okay, für 7,99 €. So sieht das dann aus. Dieses große Bratpfannen-Set von Playmobil. Und Sarah Harrison wäre nicht Sarah Harrison, wenn sie mal wieder auch ein bisschen was für ihre Tochter gemacht hat, denn sie war ein bisschen busy, aber sie hat ein geiles neues YouTube-Video rausgestellt. Aber jetzt ist das Haus leer und wir haben Zeit. Und deswegen dachte ich mir, wir zeigen euch heute ein bisschen was und machen ein richtig schönes Spaßvideo. Es ist nämlich einiges passiert, aber ich glaube, das kann euch Mia am besten erklären. Ja, und dann lasse ich es einfach, denn das Spaßvideo ist, glaube ich, für viele, die pädophil sind, vor allem ein richtiges Spaßvideo. Denn sie zeigt ihre Tochter, wie sie ohne Schwimmflügel schwimmen kann und beide Kinderchen im Pool hin und her schwimmen. Stundenlang ein Spaß für jeden, der es ein bisschen jünger mag. Also von daher auch wieder ein Video, wo ich sage, warum muss das denn sein? Kann man es nicht sein lassen. Aber ihr macht das einfach steuerfrei in Dubai, wie ihr wollt. Vielleicht auch mal demnächst wieder eine Bratpfanne des Monats. Und eine Bratpfanne des Monats haben wir verliehen. Und zwar Louis hat sie bekommen mit Martin Rütter, der die Laudatio gehalten hat, an Kevin und Katharina. Und wie das geworden ist, das seht ihr schon übermorgen hier. Und vorher möchte ich noch was sagen. Das heißt für mich, ich melde mich für heute ab. Und wünsche euch wirklich einen schönen Resttag und bleibt gesund und wir hören uns dann wieder in einer frischen Morgen. Besser kann man es nicht sagen. Bis denn.